Hallo und willkommen zurück zu No Moria. So, hier vorne, da sieht man noch das Gerüst. Das bleibt hier noch bestehen auf der Scheune. Die Scheune, die wollen wir hier noch mit Statuen versehen, verschönern. Deine steht bereits da aus Serpentin. Hier kommt die nächste hin. Die muss erst nochmal beim Steinmetz hergestellt werden. Und dann kommt hier oben noch die letzte drauf. Oder vielmehr hier. Und dann wird das ganze Gerüst abgebaut. So, hier unten sehe ich gerade eine Schubkarre mit einer ganzen Menge an Stroh, an Weizenstroh. Das muss dann hier in das Strohlager rein. Wie viel ist denn da bereits drin? 242 Stroh. Eine Menge. Ich würde sagen, wir machen hier oben auch noch Strohlager rein. Designate Area, und zwar machen wir das so. Und da dann bitte Strohlager. Etage 2. So, und da soll dann rein. Aha, wo haben wir es? Pflanze. Straw. Da, hier ist Stroh. Okay. Dritte Etage. Da kommt dann ebenfalls Stroh. Etage 3. So, okay, und dann hier ebenfalls Stroh. Okay, schließen. Noch eine Etage oben drauf haben wir. Aber das ist hier nur so ein schmaler Gang, da kann man eigentlich nicht viel lagern, aber wir machen es trotzdem. Das nehmen wir dann Stroh Etage 4. So, ich möchte da keinen Punkt setzen, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert mit dem Punkt. Ich jetzt vierte Etage von mache, Pflanze. Stroh schließen und ganz unten den Stockpile nehmen wir um. Stroh Etage 1. Okay, Etage 1, Etage 2, 3 und 4. Sehr schön. Gut, ja, dann haben wir also hier das Strohlager für unsere Yaks, die sich gerne bald vermehren dürfen. Hier oben wird noch die Statue hergestellt. Hier draußen sind sie mit der Ernte von Baumwolle und Stroh und allem Möglichen beschäftigt. Wir brauchen etwas mehr Bevölkerung, damit wir hier das Ganze versorgen können. Da könnten wir noch Bevölkerung gebrauchen. So, jetzt haben wir hier oben. Das ist unsere große Halle. Die haben wir jetzt hier arbeitet. Ach, hier haben wir oben. Ah ja, wir haben hier eine Treppe. Sehr gut. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Replace Wall. Und jetzt können wir können jetzt hier Smooth Stone Wall, also eine glatte Steinwand machen. Die können wir auch aus Serpentin machen. Probieren wir es einfach mal aus, wie es aussieht. Da entlang, genau. Schön glatt. Und Serpentin brauchen wir noch. Das heißt, wir gehen mal hier runter. Das hier war Basalt, genau. Und das hier Serpentin. So, dann müssen wir jetzt also Serpentin abbauen. Oh, a merchant from Yank Land has arrived. Also ein Händler aus dem bemalten Land ist angekommen. So, hier unten, da haben wir noch einiges. Was man wegmachen kann. Machen wir das mal hier weg. Und auch noch so ein Stück hier. Das hier noch weg. Dann sollten wir gleich noch genügend Blöcke haben. Serpentin. Hier unten, ganz hier unten haben wir Kupfer entdeckt. Da haben wir noch mehr. Das können wir natürlich auch noch abbauen. Machen wir natürlich auch dann. Das hier ist auch alles Serpentin. Genau. Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Und hier hinten war dann nichts mehr. Genau. Und ja, genau. Lassen wir die jetzt erstmal das hier bearbeiten. Das ist noch eine Menge. Wir können hier bei der Forge schon mal Bars herstellen lassen. Ein 70 mal Erz. Da können wir einiges an Bars herstellen. Wir brauchen zweimal Erz für
Und einmal Kohle für einen Barren. Das ist eine Menge. So. Rose Gold Bar. Okay, ja. Steel haben wir kein Eisen für. Timbar. Zinn. Kupfer. Da könnten wir Bronze herstellen. Okay. Jetzt brauchen wir aber dann auch die Bars. Okay, gut. Also erstmal Kupferbarren herstellen. So. Ja. Dann haben wir hier das Lager ganz schön voll. Ach, der ist ja Serpentin. Ich dachte, wir hätten nicht mehr so viel Serpentin. Doch. Ach, der hat einfach keine Blöcke draus hergestellt. Genau, okay. Naja, gut. So, hier draußen das Torhaus sieht schon ganz gut aus. Hier drumherum dann dieser Umgang, den wir hier drumherum machen wollen. Dieser Wandelgang für die Wachen, die dann da oben patrouillieren werden. Oder könnten. Ja, sehr schön. Auch das hier wird voll. Sehr gut. Gefällt mir sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir... Was haben wir denn noch zu erledigen? Wir schauen mal hier in die Tinkerbench. Wie sieht's denn hier aus? Da wird weiter geforscht. Okay. Räume haben wir hier genug. Das sieht gut aus. Haben wir eventuell Leute, die noch kein Schlafzimmer haben? Nein, haben alle ein Schlafzimmer. Super. So. Das sieht auch interessant aus. So, das wird dann noch ersetzt. Und ich denke mal, wir können... Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Wert der Wände ist. Wert 10. Wie ist hier der Wert? Nee, nicht beim Marktstand, sondern hier. Der ist auch 10. Also heißt es, wir können jetzt hier ein bisschen dekorieren. Und Spiral. Huch, jetzt habe ich ja einmal ein zu viel gemacht. So, dann machen wir nochmal Folgendes. Das machen wir folgendermaßen. Replace Wall. Dann machen wir jetzt Smooth Stone Wall. Serpentine Block. So, und diese Spirale, das soll dann Basalt sein. So, Terrain, Replace Wall, Water Engraved Wall, auch interessant. Carved Wall. Ist dann nochmal eine bearbeitete, und zwar nehmen wir da jetzt erstmal Basalt. Und wie das aussieht. Ach, guckt an. Das ist ja interessant. Machen wir nochmal hier so diese Carved Walls hier hin, an den Türen. So. Cancel Job da. Terrain, Replace Wall. Ceramic Wall. Dann brauchen wir Cross-Framed. Seht an, das sieht ja richtig interessant aus, was man hier machen kann. Water Engraved, also Wasser eingraviert. Ich weiß nicht, was das sein soll. Machen wir das dahin, das dann dahin, dann haben wir hier ein bisschen was Regelmäßiges. Schadet ja nicht, wenn man hier ein bisschen Regelmäßigkeit reinbringt. So. Und auch da. Terrain, Replace Wall. Und dann haben wir hier noch Star Engraved, Spiral Engraved, also Spirale und Sterne eingraviert. Chiseled Stonewall, das ist dann einfach nur gepickt. Ach, guck mal an. Das sieht ja interessant aus. Noch mehr dahin. Da und das ist dann da. Dann machen wir noch Replace Wall, dann machen wir noch andere. Zum Beispiel hier den Decorative Stonewall. Die machen wir dahin, da, hier nochmal runter, da, ja, ich denke mal, wir können die dann, also zu viel ist dann vermutlich auch zu viel, aber wenn wir jetzt zu viel Abwechslung haben, da haben wir keine Regelmäßigkeit mehr drin, dann sieht es
ist unübersichtlich aus. So, und jetzt haben wir hier vermutlich... jetzt habe ich hier einfach nur irgendeinen Stein genommen. Ich hoffe, die nehmen jetzt immer Serpentinen. Ansonsten müssen wir das nachträglich nochmal ausbessern. Ist mir zu aufwendig, jetzt jedes Mal anzuklicken, welchen Stein die dann nehmen sollen. Wunderbar, das ist doch schon mal fein. Ich denke auch, dass sie jetzt hier überall bei den Wänden, bis auf diese besonderen, bis auf die Basalt Walls, überall Serpentinen nehmen werden. Weil wir einfach von Serpentinen am meisten haben. Okay, schön. Dann können wir ja auch nochmal ein paar Pillars aufstellen. Ah, ist da, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir folgendes. Jetzt reißen wir hier vorne noch Wand ab. Das machen wir hier nochmal weg. Das machen wir hier weg. Bis da. Und dann machen wir hier so einen Säulengang rein. Oh ja, oh ja, oh ja. Und dann machen wir auch das hier vorne weg. So, und dann müssen wir uns eventuell noch hier vorne was für überlegen, aber dann machen wir hier richtige Säulengänge hin. So, und das ist jetzt hier schon mal falsch. Task Place Wall. Achso, das müssen hier noch... Ne, Brick Decorative Stone Wall. So, Decorative Stone Wall. Place Wall. Decorative. Und da Serpentin. So. Okay. Ja, sehr schön. Läuft das hier an? Ja, dann den Boden, den haben wir ja schon getauscht, großflächig. Da werden wir dann vielleicht noch ein bisschen was eingravieren in den Boden. Und dann wird hier der Raumwert deutlich steigen. Da werden wir dann noch mehr Gnome mit anlocken. Sehr schön. Fein, fein, fein. Dann müssen wir natürlich auch hier den Boden austauschen. Jetzt wollen wir mal schauen, was nehmen wir denn da für den Boden? Replace Floor. Dann nehmen wir... Ja, dann können wir natürlich jetzt Smooth Stonewall, einen einfachen, glatten, geglätteten Boden nehmen. Ich denke, das machen wir. Und dann nehmen wir uns dann spezielle Ecken raus, die wir hier besonders gestalten. So, machen wir jetzt erstmal 3x3. Das ist schon, genau. Auch 3x3. Und die Eingänge ebenfalls. Und wie gesagt, hier die restlichen Nachbarräume, die werden noch gestaltet. Auch hier die Wände. Ah nein, jetzt haben die da Bricks gemacht. Stopp. Dann machen wir das folgendermaßen. Cancel Job. So. Dann den abbrechen. Ja, da habe ich natürlich wieder mal vergessen einzustellen, dass sie Serpentinenblöcke nehmen sollen. Na super. So, also Terrain, Replace Floor. Smooth Floor, Serpentin. Und dann machen wir das hier oben komplett. Und ja, den müssen wir nicht abbrechen, der muss ja nicht. So. Dann so, und das wird dann nachbearbeitet. Da wird ja gut gemacht. Und Cancel Job oben an der Ecke da oben. Gut, kann weitergemacht werden. Population, wir haben ja jetzt noch einen Miner, mehrere Miner. Einer ist am Craften, genau. Sehr gut. Schauen wir doch mal bei der Forge, bei der Gießerei hier unten, bei der Schmiede nach. Da werden weitere Barren hergestellt. Super. Da können wir dann hier mal Rüstung herstellen. Breastplate, Boot, Gauntlet, all sowas. Was haben wir denn hier? Blacksmith. Das ist der Schmied. Alarmbell. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Cutting Wheel.
dürfte dann hier sowas wie ein, dürfte dann das Sägeblatt sein. Gut, da waren wir gerade schon. Das hier ist der Waffenschmiede. Naja, sehr schön. Turmschild, Metalworker, Stature. Sehr gut, da sehe ich eine Statue und damit würde ich auch gerne mal die eine oder andere herstellen lassen, die eine oder andere Statue. Metal Worker. 4 Bars. Statuette. Commemorative Coin. Cryptic Metalworking. Das ist dann hier irgendwie Geld. Okay, wir können aber auch erstmal Statuen herstellen. 4 Stück. Und wir gehen auch nochmal ins Baumenü. Bild. Train, nee, Furniture, hier diese Pillars. Das sind ja hier diese, Säulen. Müssen wir mal schauen, dass wir jetzt gleich nach unten in den dritten Totale gehen und hier mal aus dem Basalt noch ein bisschen was abbauen lassen, damit wir Basaltstatuen herstellen, Basaltsäulen herstellen können. So. Machen wir das hier mal richtig weg. Das halt finde ich nämlich gar nicht mal schlecht. Vulkangestein. Sieht sehr schick aus. Und hier, ja, das kann man dann mal schön großflächig hier abtragen. Und auch ruhig hier nochmal ein Stück rein. Naja, dann machen wir das auch noch weg. Und, ja. Genau. Sehr schön. Wie sieht es hier ganz unten aus mit dem Erz? Ist noch mehr. Sehr gut. Lassen wir das hier mal alles abtragen. Gehen wieder nach oben und schauen uns mal den Merchant an. Der ist ja hier angekommen. Moment, wo ist denn hingegangen? Dann wird er wahrscheinlich zu dem Marktstand, den wir hier unten haben. Genau, da ist er hingegangen. Oh, lass uns dann mal sehen, was er hier zu verkaufen hat. Marble, das ist ein Stein, den haben wir noch nicht. Granit haben wir noch nicht. Wird wahrscheinlich eine Etage tiefer zu finden sein. Apfel, Birke, Pinie, Orange, Kupfer, Zinn. Zinn können wir kaufen und dann Bronze herstellen. So, Erdbeere, Grape. Grape Seed, die könnten wir mal kaufen. Mushroom Seed, die haben wir ja schon mal gekauft. Wheat Grain, Strawberry, Yaks, Alpakas. Okay, ein männliches Alpaka. Das finde ich immer interessant. Und ein Weib. Moment, haben die kein Female? Die haben keine Female Alpakas. Dann nehmen wir mal das Alpaka zurück. Female. Also Male und Female Emu, also männliches und weibliches Emu. Die könnten wir dann auch mal züchten. Ja. Dann schauen wir mal, was wir ihm geben können. Als Gegenleistung. Irgendwas, was viel wert ist. Wir müssen hier die Saphire mal verarbeiten, dann können wir auch die mal verkaufen. So, wovon haben wir denn viel? Brot. Bricks, Pinienplanken. Ja, da können wir 50 verkaufen. Dann haben wir aber gerade mal 50. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Deutlich mehr. So, lass mal sehen. Fein Copper Warhammer. Nee, ist nicht so das Weizenstroh. Dann können wir noch mal. Naja. Wir haben jetzt aktuell Sommer, würde ich sagen, verkaufen wir nochmal 250 von. So, die Goblins Skullhelmet, die können wir noch einschmelzen, die Sachen. So, Kupfer, Sliver, 2 feine. Oh, sieht man hier, wir haben richtig schöne Schubkarren hergestellt. Das ist fein. Und was haben wir noch? Schilde. Okay, also wir haben nicht allzu viel. Grapeseed brauchen wir jetzt. Naja, nicht allzu viel. Können wir mal einen Teil von verkaufen, der wieder abgeben.
So, wir haben aber irgendwie immer noch zu wenig. So, hier verkaufen. Könnten dem 2000 mal Dirt anbieten. So, und 3000 mal hohen Serpentin. Da haben wir unsere Lager da mal wieder leer. So, hoher Basalt. Auch ganze Menge, eine ganze Menge von. Okay, so, dann 100 mal Kohle, denke ich mal, können wir loswerden. 400, ja, wir kommen da nicht wirklich ran. 100 mal Baumwolle. Dann haben wir, ach, guck mal hier, dann können wir dem nochmal 150 mal Erdbeersamen geben. 300 mal an Weizensaat. Dann brauchen wir jetzt noch 60. Guckt an, geht doch. Gehen wir dem 60 mal von Baumwollsaat. Trade. Haben wir gemacht. Haben wir gehandelt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier unsere Tiere da holen. Emus. Ich hoffe, die fressen auch Stroh. So, wo bringen wir die unter? Ich denke, wir könnten die, kann man die hier unterbringen in der Jagdweide? Animal Jagd. Tja, vielleicht müssen wir einfach nochmal ein kleines, eine, wo haben wir's? Pasture machen. Für die Emus. Und zwar hier unten. Machen wir das mal. Animal Emus. Ah, die fressen Saat. Gut, dass wir gerade welche verkauft haben. Dann verfüttern wir Getreidekörner. So, und das nennen wir dann hier Emu-Gehege. Okay, sehr schön. Ja, dann wissen wir jetzt auch, dass wir da unsere Körner, unsere Saat für verwenden. Ich glaube, die brauchen da auch sowas wie einen Trog. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, jetzt hier mit den Emus. Wild Storage? Nee, Furniture. Was Storage? Truff. Trog. Ich hoffe, die brauchen einen Trog. Ich glaube, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Was ist das hier? Darf ich mal den Trog hinmachen? Das hier ist. Achso, da werden jetzt die Tiere hingebracht. Okay. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt Grape. Grape. Da können wir doch mal Grape pflanzen. Und zwar machen wir noch eine Farm. Oder war das doch. Nee, das müsste eigentlich eher. Das sind ja eigentlich eher hier so. Baumschulen. Wo war es? Designate Area und Grow. Machen wir. Ja, was Kleines. Hier 3x3. Geht gar nicht. Grape. Dann. Naja, Moment, dann. War das Remove Designation? Dann müssen wir da eine Farm hin machen. Kann das sein? Meat Farm. Grape, genau. Dann machen wir noch eine neue Farm. Haben wir es? Designate Area. Farm. Machen wir hier eine 3x3 Farm für Grape. Haben wir jetzt schon 18. Na Moment, dann können wir ja das Ganze auch noch ein bisschen größer machen. Machen wir mal das ganze Feld hier. Farm. So, und da bitte Grape. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Grape. Nö, hatten wir noch nicht. So, und hier oben wollen wir ja noch mehr an Acker hinbauen. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen Wände aufschütten. Aber, huch, jetzt hätte ich hier fast gebaut. Ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Wobei, wir machen hier schon mal ein bisschen Dirt unten hin. Hier unten vor.
da unten machen wir die Wände hin. Nein, schauen wir mal. Dann müssen hier noch Decken drauf. Bild, Terrain, Floor, Dirt. Und dann kommen die hoffentlich auch noch eine Etage drüber hier, da oben ran. Okay, gut, dann gehe ich jetzt in die Pause hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.